Willkommen zurück bei Final Fantasy VII. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, natürlich eure Eindrücke vom Remake und eure Erinnerungen vom Originalspiel gerne unter die Kommentare der einzelnen Videos schreiben. Wäre ich sehr froh darüber, das mal zu lesen, wie ihr das so seht. In dieser Folge werden wir eine Spezialmission mit Jessie machen. In der letzten Folge haben wir am Ende schon von ihr die Ifrit-Materie bekommen. Dazu habe ich auch ein bisschen was gesagt am Ende. Und mal schauen, was wir jetzt mit ihr so machen müssen. Bist du bereit? Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnamen! Vollgas voraus! Deshalb nix! Cloud! Ja? Dass wir rauf waren. Hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Ja, wie geil ist das denn? Wir können endlich mit dem Motorrad fahren. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldat gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Fahrkünsten Schmetterlinge in den Bauch zauberst. Ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's raus! Freust dich wohl drauf? Na klar freue ich mich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann geschlossen. Meine Güte. Ja. Wow, klar. Was für ein Nervenkitzel. Ey, das ist wirklich wie im Original. Jetzt kommt ab und an immer ein paar Shinra-Gardisten und die müssen wir dann links und rechts immer wegschlagen. Natürlich ist es hier viel geiler gestaltet. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Ja. Na, so weit kommt's noch. Ganz deiner Meinung. Wir sind nicht zu bremsen. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Schaden kassiere. Hast du dich etwa für mich sonst Zeug gelegt? Für uns alle. Danke. Sag mal,
Kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt dir nur so vor. Kann gar nicht sein, Jesse. Ich habe voll auf Beschleunigung gedrückt. Sie kommen zu euch! Oh nein! Das könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Halt still! Da bleibt für uns ja kaum was zu tun. Ja, ich mach das schon, Jesse. Du brauchst unsere Hilfe gar nicht, was? Im Moment sieht's noch ganz gut aus, Bix. Eindringlinge entdeckt! Nehme Verfolgung auf! Geben die denn nie auf? Elitekämpfer! Nee, oder? Das klingt ja nicht gut! Da haben wir doch keine Chance! Verdammt, wie soll ich die denn jetzt anvisieren? Du fährst nicht nur schnell, sondern auch sicher. Ja, cut. Ja. Cloud, was ist denn los mit dir? Ja. 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 Jetzt nicht nachlassen. Ja. Ja. Sag mal, träumst du, Cloud? Ich gebe mir Mühe, Jesse, das nicht zu tun. Da kann ich mich entspannt zurücklehnen. Komm schon, Cloud, gib Gas. Was soll das? Das sieht so geil aus, wenn wir hier mit den Motorrädern fahren können. Jetzt kommen auch noch Drohnen. Als hätten wir nicht schon genug Ärger. Wedge, gib Gas! Schneller geht nicht! Kein Problem. Was soll das heißen, kein Problem? Ihr habt ja mich. Auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat. Ach, so mache ich das. Das ist ziemlich beeindruckend. Hat der Angriff auch einen Namen? Braucht er nicht. Hey, kommst du klar? Ja. Echt kein Feind gewachsen. Der Distanzangriff hat auch immer einen Cooldown. Da muss ich echt aufpassen. Aber die kleine Drohne kriege ich nicht. Wartet mal, Jungs, ich helfe euch mal. Ich darf wirklich nicht so viel Schaden kassieren. Ah, das sieht so toll aus. Wir springen ja mal rüber. Wie geil ist das denn? Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Soll das heißen, er kommt? Bestimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. So geht das nicht weiter. Ja. Haben wir die jetzt erwischt? Ich weiß es nicht. Ja. Du bist echt stark. Ja. 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 Du musst besser ausweichen. Naja, ich gebe mir Mühe. So einfach ist das nicht, Wedge. Beeindruckend. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Übrigens auch nicht, Jesse. Der Ausgang! Juhu! Frischluft! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Dazu sage ich jetzt nichts. So geht's ja nicht! Ja. Cloud! Hilf uns! Ja, ich bin dabei. So langsam macht mir das richtig Spaß! Warte mal, Jungs, ich schnapp mir den hier vorne. Cloud! Hier drüben! Du wirkst geradezu unterfordert. Wir können auch eine Driftattacke machen. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger!
Wieso hauen die ab? Was denn jetzt? Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einen ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Loche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hörst ja doch. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Oh, ist sehr eklig. Herrlich. Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß. Ja, ja. Nicht schlecht. Ja. Ja. Zier dich nicht so. Gib mir einen kleinen Liebesbeweis. Ja. Interessant. Was macht der Typ? Reagier nicht drauf. Scheint ihn nur anzustacheln. Gar nicht übel. Ich sehe Potenzial und Liebe zum Motor. Doch noch wärst du nur, statt das Fahren zu leben! Ein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Lächeln! Das ist doch keine Beerdigung. Noch nicht. Jetzt geht's heiß her! Mehr davon! Mensch, Cloud! Entschuldige, Wedge, da konnte ich ja nichts machen. Komm schon, ein paar Treffer braucht er noch. Mehr davon, ja. Lass es mich spüren. Ja. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren! Wie ist das? Oh! Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Was? Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und?
Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Was? Wäre es um mich geschehen? Hä? Reingelegt. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Ich fand das wirklich toll mit der Motorradverfolgungsjagd. Man darf ja nicht vergessen, im Original kommt es eigentlich erst relativ zum Schluss, währenddessen wir dabei sind, Midgard zu verlassen. Habt ihr gesehen, was mit Jessie los war? Ich glaube, sie hat dann doch ein wenig was für Cloud über. Und wer zum Teufel war der Typ auf dem anderen Motorrad? Der hatte Soldatkleidung an. Lodge hat er sich genannt. Das ist ein komplett neuer Charakter, den gab's so im Original nicht. Da bin ich ja echt mal gespannt, was der noch für eine Rolle in dem Spiel spielen wird. Wo sind wir denn überhaupt gelandet? Wurde das gesagt? Haben wir irgendwie was auf der Karte? Sektor 7, Abstellgleise. Da befinden wir uns also. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Und wie geht der Zaubertrick? Abracadabra und dann geht das Tor auf? Na, da war ich doch nicht dran mit meinem Spruch. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Ja, die Mako-Reaktoren. Den Leuten geht's dadurch natürlich relativ gut. Midgar ist ja auch eine hochtechnologische Stadt, gebe ich gerne zu, aber natürlich bereichert sich aufgrund dessen auch der Shinra-Konzern an der Lebensenergie des Planeten. Und das hier ist auch ein komplett neuer Bereich, den gab es im Original auch nicht. Finde ich wirklich toll gemacht, dass wir so viele neue Bereiche im Remake haben und dass Midgar einfach mal so riesengroß dargestellt wird. Und mittlerweile sind wir jetzt auch im vierten Kapitel. Na komm, Kleine, weg ist er. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Wo war denn da wer? Da steht ein Fahrrad. Ist das eine Mockery-Bommel da hinten dran? Sieht aus wie so eine Bommel. Da liegen auch Basketbälle, hier ist ein Sportplatz. Kann ich mich hier noch ein bisschen umschauen? Geht das vielleicht, Jungs? Wartet mal bitte. Die Siedlung ist ja relativ groß und irgendwo hier müssen auch die Eltern von Jessie leben. Ich möchte mich, wie gesagt, hier einfach mal ein wenig umschauen. Wir können auch den Sportplatz betreten, können wir sogar ein paar Körbe werfen. Ah, schade. Leider geht das nicht. Basketball ist ja meine persönliche Lieblingssportart. Ich hätte jetzt gerne ein paar Körbe geworfen.
Aber das werden wir natürlich später in Gold Sosa machen können. Denn dort gibt es auch viele Minispiele und im Remake werden sie die sicherlich toll in Szene gesetzt haben. Aber so wie es ausschaut, genau, werden wir uns hier nicht allzu sehr umschauen dürfen. Ich habe nur darauf gewartet, bis das wieder kommt. Aber ich laufe jetzt trotzdem mal hier hinten nochmal durch. Wenn wir wieder zu weit gehen sollten, dann wird uns Cloud das natürlich schon sagen, so wie eben. Da vorne sind ein paar Shinra-Gardisten. Werden wir jetzt sogar mit Bix, Wedge und Jesse in den Kampf eintreten können? Das wäre ja auch nett. Das hatten wir ja noch gar nicht. Ja, ja, ich weiß, Cloud. Ich weiß. Mein Abenteuersinn ist hier nicht gerne gesehen und schon gar nicht mein Entdeckergehen. Dann suchen wir die anderen drei doch mal. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer. Das ist das Zeichen. Na dann. Habt ihr gesehen, das dicke Kätzchen ist ausgerutscht, wo es die Mauer runterspringen wollte? Der Spezialauftrag lautet also, etwas aus dem Haus zu stehlen. Das haben Jesse und Cloud so vereinbart. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir, dahinter sind wir. Ganz vorsichtig, Cloud. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Dann gäb's jeden Tag Pizza, was? Jesse hatte ja gesagt, dass ihre Eltern für Shinra arbeiten und ich denke mal, ihr Vater ist irgendeiner der Shinra-Wissenschaftler. Das könnte auf jeden Fall so hinhauen, denn hier ist so ein Anzug. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Ja, er leidet sicherlich an irgendeiner Vergiftung oder dergleichen. Noch ein Stück Pizza, bitte. Nichts für ungut. Wir haben die ID-Karte. Was haben wir denn da? Ein Brief? Geworden, Mama.
Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? So, dann schleichen wir uns mal wieder raus. Oder können wir hier noch was anderes untersuchen? Tatsache, da liegt noch was. Bin fertig hier. Na toll, Cloud. Esst euch schön satt. Na gut, dann schleichen wir uns mal wieder raus. Cloud, wollen wir nicht die Tür zumachen? Ich glaube, das fällt auf, wenn die offen bleibt. Naja, gut, egal. Vielleicht haben wir Glück und die denkt einfach, die ist durch einen Windstoß aufgegangen. Also die Mutter denkt das vielleicht. Oh, da fährt ja ein Auto. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast's erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut. Starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter.
Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makulache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jessie angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Dann machen wir die Mission mit euch. Ich werde die Folge erstmal an dieser Stelle beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren. Ihr wisst ja, Eindrücke vom Remake, Erinnerungen vom Original, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Würde ich mich sehr darüber freuen, ab und an was zu lesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, lasst eine Bewertung da. In der nächsten Folge gehen wir dann die Geheimmission mit Bix und Wedge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's natürlich weiter mit Final Fantasy VII.